10.3. 2019. Herzlich willkommen hier im Schatten des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern. Heute beim Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena. Ich bin absolut motiviert, dass wir heute den Dreier holen. Aber ich würde sagen, ihr schaut euch erst den Gegner an und wir sehen uns dann gleich. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum 27. Spieltag der dritten Liga. Nachdem der 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag auswärts in Köln ran musste, stand es nach 13 gespielten Minuten 1:0 für die Gastgeber. Doch die Lauterer kämpften sich zurück in die Partie, sodass es gerade einmal 3 Minuten später Kühlwetter war, der den Ausgleich für die Roten Teufel erzielte. Ebenfalls in der ersten Hälfte war es dann Zug, der einen verdienten Foul-Elfmeter für die Roten Teufel verwandelte, sodass es 1:2 zur Halbzeit stand. Doch wie so oft in dieser Spielzeit konnten die Roten Teufel ihren Vorsprung nicht verteidigen, sodass es in der 76. Minute wiederum Damani war, der den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte, was dann auch gleichzeitig der Endstand war. Da es hier mit dem Auswärtsdreier nicht geklappt hat, hoffe ich, dass unsere Mannschaft sich den Arsch so richtig aufreißt, dass es heute auf dem Betzenberg beim Spiel gegen die aus dem rund 410 Kilometer weit entfernten Jena angereiste Mannschaft besser laufen wird. Denn ich erinnere an dieser Stelle mal schweren Herzens an die Begegnung damals in der Hinrunde. Hier stand es nach 31 Minuten 1:0 für die Roten Teufel. Doch die Reaktion des FCC kam noch in der ersten Hälfte. In der 44. Minute klingelte es im Lautrakasten, sodass es zur Halbzeit 1:1 stand. In der Endphase dieser Partie ging es dann ganz extrem zur Sache. Ab der 77. Minute sind die Verhältnisse einfach nur noch chaotisch. Denn da ging Jena mit 2:1 durch stark in Führung. Doch gerade einmal 5 Minuten später stach Hut und es stand wiederum 2:2. Daraufhin 6 Minuten später war es erneut Hut, der den FCK in Führung brachte, sodass es dann 2:3 stand. Doch dann kam die Nachspielzeit und jeder, der den FCK etwas genauer verfolgt, weiß, dass dies unsere Achillessehne ist, die uns auch dieses Mal 2 Punkte kostete. Denn erneut kam Carl Zeiss Jena vor unser Tor und konnte problemlos einschieben zum Endstand 3:3. So kam wieder ein Remis auf das Konto der Gesamtbegegnungsstatistik, die nun folgendermaßen aussieht. Nach 8 Spielen konnte der FCK lediglich einen Sieg einfahren, 2-mal gewannen die Jungs aus Thüringen und 5-mal gab es eine Punkteteilung. Unentschieden sind auch in den vergangenen 5 Partien eine Leidenschaft der Gäste. Lediglich 3 der 15 möglichen Zähler konnten sie einfahren, jeweils durch ein Unentschieden, wobei lediglich eines nicht torlos war, ein 1:1 gegen Karlsruhe. Dementsprechend kann man sagen, dass Jena nicht gerade torgefährlich ist. Ebenso viele Unentschieden wie Jena, aber noch einen Sieg obendrauf konnten die Roten Teufel einfahren. Was die Torbilanz angeht, sieht es beim FCK etwas besser aus. 5 Gegentoren stehen 4 Torjubeln unsererseits gegenüber. Ein Blick auf die Tabelle zeigt uns, dass der FCK derzeit auf Tabellenplatz 13 verweilt mit 34 Zählern auf dem Konto. Der heutige Kontrahent liegt 9 Punkte dahinter mit 25 Zählern auf Rang 18. Und bevor wir jetzt zum Ende dieses Vorberichts kommen, gibt es wie immer 3 witzige Fakten aus der Welt des Fußballs. Stefan Schwarz spielte bei Sunderland. Soweit, so ungewöhnlich. Doch er hatte eine wirklich sehr ungewöhnliche Klausel in seinem Vertrag stehen, die ihm verbot, während seiner aktiven Zeit bei Sunderland seinen Lebenstraum zu erfüllen. Ihm wurde nämlich untersagt, eine Reise ins Weltall zu unternehmen. Ja, das ist jetzt kein Spaß, das stimmt tatsächlich. Der ehemalige TSV 1860 München-Trainer Uwe Klimaszewski ist bekannt dafür gewesen, sehr extrem zu sein in seinen Maßnahmen und mit dem Umgang seiner Spieler. So ließ er einmal den Platzwart, weil dieser betrunken war und anscheinend die Mannschaft nervte, bei einer Trainingseinheit an den Pfosten binden. Nach dem ganzen Vorfall wurde er dazu befragt und seine Antwort war, Zitat, "Wir trafen ihn nur ein paar Mal, dann kam seine Frau und schnitt ihn mit dem Küchenmesser los." What the fuck? Also dieses What the fuck habe ich gesagt, das gehört nicht mehr zum Zitat. Der ehemalige FCK-Profi Mario Basler zählt bis heute zu einem der ikonischsten Figuren im deutschen Fußball. Seine Art und sein Auftreten machen ihn bis heute zum Kultobjekt. Doch eine Sache war ebenfalls sehr gefürchtet in seiner aktiven Zeit, und zwar seine Freistöße und selbstverständlich auch die Ecken, denn er war bekannt dafür, diese direkt verwandeln zu können. Nachdem er einmal gefragt wurde, wie er dieses macht, sagte er ganz einfach, immer das Ventil nach oben und ich trete das Herstellerlogo. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt könnt ihr auch spielen wie Mario. Er wurde damals übrigens auch gefragt, was das Schwerste im Fußball ist, und seine Antwort war, präzise lange Bälle. Als er dann gefragt wurde, was er am besten im Fußball kann, sagte er, präzise lange Bälle. Ja, das ist er, unser Super Mario.
So, es tut mir leid, ich finde keinen passenden Übergang, aber ihr wisst, dass das letzte Bild immer der Vereinsvergleich ist. Und hier sieht man, dass der FCK doch deutlich mehr wert ist als der heutige Gast. Und ich hoffe doch jetzt mal sehr, dass wir dieses Kapital ausspielen können, sodass wir den nächsten Dreier einfahren. Aber jetzt habe ich genügend geredet. Lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Ich grüße die Sarah, den Lasse, den Johannes, Robin Brüssler und auf 3 Punkte. Also ich grüße meinen Opa, dass er das Spiel auf dem Fernseher guckt und auf 3 Punkte. Servus, ich bin's, der Kevin. Ich hoffe auf 3 Punkte auf Betze. Ich grüße den Patrick, sein Klaps. Und auf 3 Punkte auf Betze. Ich bin der Lukas. Servus, ich grüße an Lute. Ich bin Lukas, grüße meinen Kollegen Justin. Und auf der schönen Klatze. Ich bin der Sandwich, ich grüße meine Freundin und meine Familie. Ich bin der Emilio, ich grüße den Fab und den Jeffrey und auf 3 Punkte. Ich bin der Fab, grüße Emilio, sei Klatz, den Jeffrey ja, und alle, wo ich kenne und Schatz, ich liebe dich. Und no, bitte! Jawohl, hier kann man. Hey!
Yeah.
Fußballfreaks, das war's dann vom Spiel gegen Carl Zeiss Jena. Und ja, was soll ich sagen? So gefällt's mir, so muss es sein, so kann's laufen und so wird es auch weitergehen. Aber zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, dass das Video doch etwas kürzer ist als normalerweise. Ihr wisst, dass ich mir in der Regel, wenn sonntags die Spiele sind, montags Urlaub nehme. Das ging in diesem Fall aber nicht. Deswegen habe ich mich direkt am Sonntag nach dem Spiel auf den Weg gemacht und mich direkt dran gesetzt, damit ich euch das so schnell wie es geht zeigen kann, damit ihr nicht noch 2 Tage warten müsst. Anders ging es bei mir halt beruflich leider nicht. Aber ja, mein Gott, was ein Spiel. Als das 1:0 gefallen ist, habe ich schon gedacht so, oh Gott, nee, jetzt geht's wieder los. Wir sind wieder die Aufbaugegner für die Mannschaften, die die ganze Saison schon scheiße gespielt haben. Und jetzt kommt der FCK und wir schenken denen Punkte. Aber nein, wir haben es ja noch vor der Pause geschafft, den Ausgleich zu machen, was schon mal sehr, sehr gut war. Und dann kam der mehr als verdiente Strafelfmeter, wenn man mich fragt, denn ja, es war eindeutig ein Foul. Dann war ja eine Situation, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich, wenn es Jena getan hätte, also diese Tätigkeit, definitiv eine rote Karte verlangt hätte und einen Platzverweis, denn ja, es war ja definitiv ein Geschubse und Gemache, auch von Lauterer Seite, wo ich sagen würde, er hat angefangen, dementsprechend hätte ich da gewollt, dass der gegnerische Spieler vom Platz muss. Aber gut, dann ging es ja weiter und ich stand da im Block wie ein Parkinson-Kranker. Kein Spaß. So habe ich gezittert, in der Angst, dass es wieder losgeht. Aber dieses Mal war es ja Gott sei Dank nicht so. Nein, im Gegenteil, der FCK hat nochmal aufgedreht und bam, haben wir das 3:1 gemacht. Und bevor man überhaupt richtig fertig war mit Jubeln, zack, es 4:1. So muss es sein. Ach Gott, war das geil. Einfach herrlich. Das tut so richtig in der Fanseele gut. Und schön. Schön, was anderes brauche ich gar nicht dazu sagen. Und jeder, der dabei war, es waren ja doch nur 18.000 Leute da, was ich aber verstehe, denn es war ja doch extrem windig. Und die Leute, die dabei waren, hoffe ich, dass sie alle gut nach Hause gekommen sind. Also, das war ja echt heftig. Also, ihr seht es hier gerade bei dem Eckball, da pustet es den Ball schon weg. Draußen sind Bäume umgeknickt, Züge sind nicht gefahren. Und das Spiel Dresden gegen Greuther Fürth wurde ja komplett abgesagt. Einfach krass. Also das war schon ein Wetterchen, kann man da ganz ehrlich sagen. Aber sei es drum, 4:1-Sieg. So gefällt mir das. Das hat uns schon mal etwas in der Tabelle nach vorne gebracht. Jetzt heißt es am Mittwoch gegen Braunschweig nachlegen. Ich bin definitiv im Stadion mit dabei, um wieder alles für unseren FCK zu geben. Und zum Abschluss dieses Spieltags möchte ich noch eine kleine Sache erwähnen, denn das gibt es nicht nur heute, sondern auch am Mittwoch, ein Spieltags-Fanschal. Und zwar hier auf der einen Seite groß und breit Westkurve, das finde ich schon mal richtig geil. Und hinten drauf dann mit uns im Rücken, so ist es einfach krass. Also wirklich ein toller Schal, für 10 Euro könnt ihr den erstehen beim FCK im Stadion. Also ich habe es mir definitiv nicht entgehen lassen, ich sammle ja Fanschals, insbesondere wenn es dann auch noch von meinem geliebten FCK ist. Einfach toll, dass immer wieder solche Aktionen gemacht werden. Eine Sache, die etwas früher diese Woche stattfand, die ich aber ebenso toll fand, war die Lionberger and Fans Talk Runde. Live aus dem 12. Mann übertragen bei Radio Antenne Kaiserslautern und natürlich auch über Facebook live dabei, sogar mit Bild. Und ich war eingeladen. Also, wow, das war übelst krass, Harry, ganz, ganz, ganz viele und herzliche Grüße an dich. Es war einfach ganz toll und beeindruckend. Es war unglaublich interessant, da mal mitzuwirken. Da gab es dieses grandiose T-Shirt, das kriegen wir schon hier. Und diese CD hier für sage und schreibe 10 Euro im Bundle. Ein T-Shirt und eine CD für 10 Euro. Wo kriegt ihr das sonst? Außer im 12. Mann, jetzt gerade aktuell. Weitere Verkaufsstellen sind noch in Planung. Aber wenn ihr das haben wollt, greift schnell zu. Es gibt nicht viele davon. Also haut rein, holt euch das und die Mucke darauf ist einfach geil, stimmungsmäßig. Und da kommen wir auch schon zur Fanpost für diese Woche und da haben wir hier zunächst einmal vom lieben Bulgur eine Karte aus Köln bekommen. Ganz viele herzliche Grüße an dich, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ganz vielen herzlichen Dank für die Karte. Und vom lieben Michael haben wir hier einen ganzen Stapel Sticker vom VfL Osnabrück bekommen. Ganz viele herzliche Grüße an dich, bei euch sieht es ja in der Tabelle doch etwas besser aus als beim FCK. Ich glaube auch, dass ihr aufsteigt. Aber alleine für die Gastfreundschaft im Hinspiel drücke ich euch die Daumen und dass ihr das schafft. Auf jeden Fall ganz viele herzliche Grüße und ganz herzlichen Dank an dich. So, liebe Fußballfreaks, das war's dann auch schon für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, ihr müsst ja gar nicht so lange warten bis zum nächsten Spiel, denn am Mittwoch geht es weiter zu Hause auf dem Betzenberg gegen Eintracht Braunschweig. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und wir sehen uns im Blog. Yeah.